Als letztes fügen wir noch die Hintergrundmusik dazu und einen Soundeffekt. Über dieses Symbol hier wählst du entweder die Musik aus einer iTunes Library, falls du da etwas hast, oder eben direkt von einer Datei. Selbstverständlich kannst du auch etwas selber mit dem Mikrofon aufnehmen. Ich nehme die Datei, die in den Materialien vorhanden ist, und klicke auf Einfügen, beziehungsweise selbstverständlich könntest du die Datei einfach direkt reinziehen. Nun, du hast hier die Möglichkeit, eben die folienübergreifende Wiedergabe einzustellen, und dieses Symbol soll ausgeblendet werden, weil das sieht ja eher störend aus. Du kannst hier schon mal vorhören, wie das tönt. Ganz wichtig aber, damit es dann wirklich auch über mehrere Folien hinweg funktioniert, klickst du auf Animationen und hier auf Neu anordnen. Und du siehst, das Lied würde jetzt erst an letzter Stelle erscheinen. Ich ziehe es ganz nach oben und wähle hier eben Wiedergabe anhalten nach 4 Folien. Bei der vierten soll es aufhören, weil dann kommt ja der Film. Effektoptionen können wir eigentlich sein lassen, aber du könntest hier noch Soundeffekte und so weiter einbauen und Einzeigedauer nach vorheriger, das ist sicher gut. Du könntest hier noch, wie viel Mal das Ganze wiederholt werden soll und allenfalls noch eine Verzögerung, dass es nicht gleich zu Beginn schon mit Sound beginnt, einbauen. Selbstverständlich könntest du auch, wenn du jetzt die Präsentation einfach nur mal still vorbereiten möchtest, mit dem Klick den Start des Sounds einstellen. Machen wir vielleicht hier und testen es mal. Jetzt klicke ich. Ja, das klappt tiptop. Und am Schluss wollen wir uns ja noch mit Selbstapplaus beglücken. Das ist ein Übergang, der eben diese Folie einleitet. Und zwar wählst du hier Sound, Applaus. Und das sieht dann so aus. Ja, schauen wir uns die ganze Präsentation nochmals an. Der Sound beginnt, die Bilder werden eingeblendet, die Animationen springen von Folie zu Folie, der Film startet und mit einem Applaus wird die Präsentation beendet. Ja, jetzt hast du verschiedene neue Effekte und Tricks kennengelernt. Nochmals, wie immer, eine letzte Warnung. Sei zurückhaltend mit Effekten und Gags. Gerade dieser Applaus am Schluss war nur zu Demonstrationszwecken gedacht und ist natürlich sehr peinlich, wenn du dich selber beklatscht. Das überlässt du lieber deinem Publikum.